Zürich hat schon immer Künstler hervorgebracht, aber da war etwas ganz Besonderes. Dada war da, bevor Dada da war und wird immer da sein. Es wird auch nicht aufs Auge gedrückt, aber es ist da und man spürt es. Ich glaube schon daran, dass Orte eine Art geschichtlich aufgeladen werden und dadurch anfangen zu strahlen. Wenn man ein bisschen genauer schaut in dieser Stadt, dann findet man einen Haufen Nischen, die eben genau das Gegenteil sind von dem, was man so als Postkarte Zürich kennt. Mein Name ist Johannes Gies, ich bin Künstler und Zürich ist die Stadt, die mich wie keine andere inspiriert hat. Tada!